Willkommen zurück zu Inside. Jo, wir werden von so einer hässlichen Meerjungfrau, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, von einem Monster verfolgt im Wasser. Und ja, wir gehen erstmal hier den Anker hoch. Denn hier gibt es einen Knopf, den wir betätigen können. Ah, okay. Damit wird der Anker oder der Haken nach links geschickt. Wieder nach rechts, was bringt mir das? Kann ja auch kaum Schwung aufbauen, beziehungsweise eigentlich sehr, sehr schwer. Vielleicht muss ich trotzdem hier ein bisschen mit Schwung arbeiten. Ich weiß auch gar nicht, wo es jetzt hier direkt weitergeht. Wir hatten ja auch vor kurzem noch so ein großes Rätsel. Ich aktiviere mal kurz den Knopf wieder. Der Schwung ist eigentlich jetzt hinüber. Aber dort links, da waren wir schon. Oder nicht? Doch, hier waren wir. Da ist diese hässliche Frau. Ja, toll. Das hat mir jetzt viel genützt. Ich stehe vor einem Rätsel. Jetzt kommt sie von rechts, von links meinte ich, sorry. Da haben wir genügend Zeit, hier auf dieses Ufer zu gehen. So, das war der letzte Stand vom letzten Part. Und ich denke mal, es würde jetzt rechts weitergehen, aber warum geht es dann hier nach links? Macht das für einen Sinn? Weiter höher kann ich auch nicht. Eine sehr gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, sag ich da mal. War dort rechts irgendwas Besonderes? Dass ich da vielleicht von einer höheren Position irgendwie hinauf muss? Auch mal ein bisschen Schwung nochmal auf. Aber. Nee. Da ist eine Tür, aber da wollen wir nicht rein anscheinend. Dann geht es halt hier zurück. Oh lol. Nein, geht es nicht, geht es nicht, geht es nicht. Na toll. Wieder tot. Ach, von dort unten kommen wir. Okay. Ich weiß ja nicht mal, wo es weitergeht. Das ist halt das mein größtes Problem sozusagen. Ich schwimme einfach mal aus Lux und Laune hier nach rechts. Da ist ein Knopf, da ist ein Knopf. Aber bevor ich den betätigen kann, ist die da bedeutet wahrscheinlich, dass wir mit dem Haken die ablenken müssen. Oder besser gesagt, irgendwie wegscheuchen müssen, dass wir mehr Zeit kriegen. Weil sie bleibt ja, wenn wir an Land sind, immer an Ort und Stelle. So, gehen wir mal hier runter. Wie weit gehen wir hier überhaupt hin? Okay, okay. Ups. Ich wusste nicht, dass sie mich erreichen kann. Aber wir sind jetzt an der Lösung dran. Ne? Das ist sie wahrscheinlich, die Lösung. Gut zu wissen. Na, dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Zeit. Und ich denke mal, dieser Knopf dort rechts wird das Tor schließen. Wir schwimmen da schnell noch durch, aber sie hat dann keine Zeit mehr, da durchzuschwimmen und wir sind sie los. Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. So, ab nach unten. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, immer noch ein Stück. Wunderbar. Ich denke mal, es sollte auf jeden Fall ausreichen. Man sollte keineswegs
wieder auf die andere Plattform. Das war Unsinn von mir. So, jetzt bin ich gespannt. Wunderbar. So schnell aufschwimmen, bevor wir jetzt ertrinken, wäre auch ein bisschen. Ja, wäre ein bisschen Karma sozusagen. Darauf habe ich jetzt eher weniger Bock. So, wieder ein bisschen an Land. Alles kaputt hier. Hier ist noch ein Seil, was wir benutzen können. Da unser Junge sowieso so mutig ist, machen wir es schnell auch noch. Gut, seit ich jetzt schon abspringen können, tat ich nicht. Mache ich jetzt so. Wow. Man muss einfach nur bedenken, da könnte das hier mal abbrechen und dann ist unsere Mission vorbei. Welche Mission auch immer, die wir immer noch nicht kennen. Ich hätte mich natürlich vorher informieren können, aber naja. Damals in Limbo wusste ich ja von Anfang an, worum es geht. Es war klar, dass wieder so ein Vieh hier ist. Daher bin ich gleich weggeschwommen. So. Da ist eine Luke. Hier sonst noch irgendwas? Nein. Warte, so kriegst du das auch nicht auf. Scheiße, ich muss hoch, ich muss hoch. Ich hab's bauen. Dann locke ich sie noch mal kurz zu der anderen Seite hin. Vorsichtig sein, dass ich zu langsam bin, aber es passt. Boah, theoretisch könnte sie uns auch hier durch ergreifen. Mein Glück tut sie das nicht. Jetzt sind normal. Das Tor geht auf. Ich glaube, das Tor geht auch wieder zu. Oder? Ich weiß es nicht. Oder wir müssen es nochmal drücken, damit es zugeht. Dann machen wir es. Ich glaube auch, das ergibt ein bisschen mehr Sinn, dass es dann nochmal zugeht, wenn wir nochmal drauf drücken. Dein Glück sind die nicht die Schlossen, aber ich auch nicht. Scheiße. Bin auch nicht der Schlauste. Na toll. Ich hoffe mal, das Monster ist auf der linken Seite noch. Ja. Da hier die Luke noch zu ist. Jetzt kriegen wir es beim ersten Versuch hin. Drücke die Aktionstaste. Wunderbar. Nein! Nein! Ich hab sie gespammt. Und das war mein Fehler. Scheiße, ey. So, hier kurz rüberlocken. Und lieber jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich habe jetzt keine Lust, das hier nochmal zu machen. Jetzt können wir ja gleich mal sehen, ob die Zeit so an sich ausreicht. Ja, die reicht aus, wunderbar. Puh, war aber knapp. Also eine Sekunde länger im Wasser, wären wir weg. So, hier positionieren. Okay, das passt, das passt. Ich möchte jetzt hier kein Risiko, wie gesagt, eingehen. Jetzt hier runter und hier durch. Hoch mit uns. Niemals vergessen, wieder hochzuschwimmen. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, denke ich. Dann geht's hier durch. Hier ist eine Kette. Ah, okay, da können wir uns auf die Brücke rüberhangeln. Nein! Hä? Was haben wir denn jetzt hier gemacht und das? Dieses Vieh schon wieder. Warte, die tötet uns nicht direkt. Warum tötet die uns nicht direkt? Die zieht uns immer nur weiter nach unten. Ja, jetzt ertrinken wir. Sonst hat sie uns gleich immer getötet. Das ist ein neues Verhalten von ihr. Ich glaube, das gehört zur Story dazu, dass wir tot sind.
oder? Licht? Ich kann hier nichts mehr machen. Fische! Fischis! Aber was passiert jetzt? Da unten ist irgendwas? Sind unten angekommen und sind tot. Wir leben. Aber, wie können wir leben? Ich weiß auch jetzt nicht, wo man hier jetzt Luft findet. Oder können wir jetzt so unendlich schwimmen sozusagen? Hä? Haben die Fische uns Leben gespendet? Oder Luft gespendet? Ist da. Ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen überfragt, wo es jetzt hier auch weitergeht. Und ob ich überhaupt unendlich weit rausschwimmen kann. Was ist das Netz? Zumal wir haben bisher noch nie Fische gesehen. Wahrscheinlich dieses ganze Netz, was hier aufgespannt ist, trennt die Fischwelt und die Industriewelt. Aber das scheint hier auch mal alles mal ohne Wasser gewesen zu sein. Jetzt ist hier alles unter Wasser. Eine Überflutung oder so? Ja, hier sind noch Leichen. Null drei. Moment. Das ist jetzt so gruselig. Schnell weg hier. Ich dachte, da geht's hoch, weil da so ein komisches Licht ist, aber nein. Geht hier immer noch rechts weiter. Die Musik wird jetzt auch wieder lauter. Da war eben an dieser Leinwand war eine 3. Hier ist auch nochmal eine 3. Hat die irgendwas zu bedeuten? Wenn ihr es vielleicht wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke mal, ihr wisst genauso viel wie ich. Habt auch Fragezeichen im Kopf. Sind wieder lauter Maschinen. Das ist das, was wir die ganze Zeit hören. Keine Musik oder so? Nein, das sind die Bewegungen der Motoren. Ich traue mich jetzt nicht dadurch, weil das geht wieder zu. Obwohl nur ganz langsam, okay. Wir gehen da gleich durch. Kommt, Fischis, ich brauche eure Hilfe. Anscheinend brauche ich sie vielleicht doch nicht. Ah, okay. Okay. Hier Leichenteile, glaube ich zumindest. Sieht zumindest fast so aus. Nicht, dass ich hier dieses Let's Play ab 18 machen muss. Ah, da kann ich mich festhalten. Der ist so schlau.
dass wir hier immer noch keine Luft brauchen. Ich dachte, das bewirken die Fische irgendwie, aber nein. Da fliegt wieder irgendwas raus. Ich müsste mich vielleicht mal informieren, ab wann das Spiel ist. Soll mir ja persönlich eigentlich egal sein. Für mich persönlich halt. Und zocken. Autsch. Oh, okay. Da schauen die Gedärme raus. Sah auf jeden Fall sehr lecker aus. Aber wo sollte ich mich da festhalten? Moment mal. Ja, natürlich. Da, wo die anderen Leichenteile rauskamen, da vielleicht hochschwimmen. Von dort, wo sie herkommen. Ja, vielleicht mal eine Maßnahme, oder nicht? Upsala, das war so viel des Guten, aber ich krieg das noch hin. Krieg das noch hin. Bitte, 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 bitte. Sehr schön. Das sind Leichenteile. Uiuiui. In Limbo, da sah es ja nicht so brutal aus, aber. Ja, gut, es gibt brutalere Spiele, ich weiß, aber. Trotzdem für so ein Spiel, welches eigentlich nicht so. Ja, gut, ich will nicht sagen, von Leid oder von Brutalität befreit ist, aber trotzdem für so ein Spiel. Erwarte ich das zumindest nicht, aber. Ja, gut. Macht das nochmal realistischer und so ist es halt auch. Die Körperteile verschwinden ja nicht einfach so, wenn sie durchtrennt werden. Oh, ah, okay, hier gibt es wieder dieses Lichtspiel, was wir schon mal hatten vor einiger Zeit. Okay, dann hier im Schatten verweilen. Oh, warte, warte, warte. Das war knapp. Puh, puh, puh. Ach, da kann ich nicht hoch, da kann ich nicht hoch. Geht. Doch. Ich das dann dahin? Muss ich Leiter vielleicht nach oben schieben oder so? Nein. Ich bin da gerade am Überlegen, wie man das dann macht. Ich werde gleich erstmal das Ding hier weiter nach rechts verschieben. Nein, 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 nein. Das ist jetzt sehr, sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Das war taktisch gelöst. Wir mit dem Feuer sehr, sehr gerne, habe ich das Gefühl. Okay, das passt hier. Dann kommt gleich der Lichtkegel nochmal. Da müssen wir mal kurz warten. Weil jetzt hochzugehen, das wäre ein bisschen dumm. Genau, weil dort rechts nochmal Licht dann erscheint. Dann geht's hier rüber und hier hoch. Heftige Turbinen. Aber was mir bisher wirklich in diesem Let's Play aufgefallen ist, oder in diesem Spiel, es gibt kaum Waldpassagen. Das war ein Limbo mehr. Ich habe die Waldpassagen eigentlich gemocht, muss ich ehrlich sagen. So, mal kurz hier schauen. Was es hier gibt. Das könnte ein Secret sein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich im Wasser weitergeht. Daher schaue ich mir das hier mal kurz an. Hä? Habt ihr das gesehen? Das Wasser war über uns. Oh, lol. Ja, ich hier, der ohne Facecam aufnimmt. Sage, das war über uns und ich zeige mit dem Finger nach oben, obwohl ihr das gar nicht sehen könnt. Ja, moin. Gut, an dieser Stelle geht's dann im nächsten Part weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich hoffe, ihr auch. Bis dahin und tschüss.